Es heißt, zu irren sei menschlich, aber zu vergeben sei göttlich. Mit den Denkanstößen, mit denen ich die letzten Folgen stets begonnen habe, im Hinterkopf, wie viel könnt ihr vergeben? Sans hatte bisher noch keine Chance, diese Frage für sich zu beantworten, und das ändert sich auch nicht, als er vom Papyrus geweckt wird. Der Kampf mit Kara hat die Aufmerksamkeit der anderen Hauptcharaktere erregt, darunter auch Undyne, die gerade mit Gester spricht, und Asgore, der ratlos vor der schwarzen Kugel steht, die am Ende der letzten Folge entstanden ist. Im Inneren des Magic 8 Balls des Hasses stehen sich Kara und Asriel gegenüber. Asriel versucht, Kara zu beschwichtigen, aber Kara wehrt ab und beginnt, die Wahrheit über die Ereignisse der letzten Zeitlinien zu enthüllen. Der Genocide Run wurde einzig und allein von Friss begonnen, und zwar aus keinem anderen Grund als Langeweile. Hier dekonstruiert Glitchtail die Wahrnehmung von Kara, die sich im Fandom leider viel zu breit gemacht hat, denn er ist leider zu einem sehr beliebten Sündenbock geworden. Viele Spieler scheinen den Eindruck zu haben, dass Kara Frisk während des Genocide Runs ganz oder zumindest stellenweise kontrolliert. Ersteres ist ein tolles Beispiel dafür, wie man Schuld weitergeben kann. Der Einzige, der Frisk zu irgendeiner relevanten Handlung zwingen kann, ist der Spieler. Das Spiel nimmt euch nur selten die Kontrolle über Frisk und nur an zwei Punkten die Entscheidung, ob ihr jemanden töten oder verschonen wollt. Und das ist in den letzten Phasen des Genocide Runs. Metatron Neo kann nicht verschont werden, sodass ihr an diesem Punkt nur noch durch eine bewusste Entscheidung zu einem Reset abbrechen könnt. Und nachdem ihr Sans besiegt habt, werden die Angriffe auf Asgore und Flowey fast automatisch ausgeführt. Abseits dieser Momente hält euch niemand davon ab, Papyrus zu verschonen, Monster Kid zu verschonen oder einfach nicht alle Monster in einem Gebiet zu grinden. Ebenso wie euch niemand gezwungen hat, Toriel zu ermorden. Aber auch die teilweise Kontrolle ist ausgemachter Blödsinn. Ein beliebtes Beispiel ist die Weigerung Frisk, sich hinter der praktisch geformten Lampe vor Papyrus zu verstecken. Aber wenn ihr glaubt, dass Kara Frisk davon abhält, dann müsst ihr im Umkehrschluss auch davon ausgehen, dass es Kara ist, der Frisk im Neutral und Pacifist Run hinter die Lampe bewegt. Der Spieler tut nichts davon und im normalen Gameplay kann er es auch gar nicht, da die Lampe normale Kollision hat. Damit fällt auch das Argument auseinander. Frisk handelt in jedem Playthrough von Undertale zu irgendeinem Zeitpunkt eigenständig, weil auch er ein eigener Charakter ist, den ihr ebenso prägt wie Kara. Kehren wir zum Ende des Genocide Runs zurück. Wenn ihr nicht vorher abbrecht, tötet Frisk Asgore und anschließend Flowey, ohne dass auch nur ein normaler Kampf begonnen wird oder ihr einen anderen Befehl geben könntet. Auch dies wird auf Kara zurückgeführt, aber dabei wird ignoriert, dass ihr zu diesem Zeitpunkt Level 20 erreicht habt. Die Implikation ist, dass ein Mensch, der diesen Punkt erreicht, gänzlich die Fähigkeit verliert, Gnade walten zu lassen. Ihr habt Frisk so konditioniert, dass Asgore und Flowey nicht mehr als zwei weitere Ziele sind. Und ganz ehrlich, wer sich ohne Vorwissen an Sans vorbeikämpft, wird nicht auf einmal Asgore oder gar Flowey verschonen wollen. Die Chance, Flowey zu töten, ist für nicht wenige ein Grund, den Genocide Run überhaupt zu versuchen. Und auch ohne die Annahme, dass Kara der Erzähler ist, was ihn omnipräsent in allen Fällen machen würde, aber zugegebenermaßen nicht zu 100% bewiesen ist, so klar die vielen Andeutungen meiner Meinung nach auch sind, sollte diese genauere Betrachtung zeigen, dass Karas Wahrnehmung im Fandom nicht dem entspricht, was Undertale uns zeigen möchte. Toby Fox hat keinen einzigen Charakter geschrieben, der unverbesserlich bösartig ist. Selbst Flowey ist am Ende des Tages nur ein verängstigtes Kind, das seinen eigenen Tod verarbeiten musste. Also woher kommt die Annahme, dass Kara die große Ausnahme sein soll? Woher kommt die Annahme, dass Kara böse ist, böse war und immer böse sein wird? Es scheint Leuten nicht nur leicht zu fallen, die Dinge, die wir über Kara wissen, zu seinen Lasten auszulegen, sondern auch eine klare Doppelmoral an den Tag zu legen. Weite Teile des Fandoms werden dich für einen Arsch halten, wenn du ihnen sagst, dass du Asriel am Ende des Pacifist Runs nicht umarmst und verzeihst. Und wir wissen, dass Flowey selbst einen Genocide Run versucht hat und nur von Sans aufgehalten wurde. Auch Karas Handlungen am Ende des Genocide Runs und danach werden meiner Ansicht nach falsch ausgelegt. Kara beschreibt sich selbst als das Gefühl von Macht, das ihr mit jeder Belohnung, die ihr fürs Töten erhalten habt, gespürt habt. Das sehe ich aber nicht als objektiv wahre Aussage, sondern als Karas Versuch, mit dem, was er mit ansehen musste, fertig zu werden. Wie ich bereits in Determination erwähnte, verbringt Flowey den Großteil von Undertale in dem Glauben, dass Frisk die Wiedergeburt von Kara ist, so wie er selbst von Asriel. Erst zum Schluss findet er die Kraft zu akzeptieren, dass sein bester Freund tot ist. Potenziell, weil es Karas Stimme ist, die ihn dazu bewegt, aufzugeben. Aber im Genocide Run beginnt auch Kara zu glauben, dass Frisk er ist, was zur veränderten Reaktion führt, wenn ihr mit einem Spiegel interagiert. Wenn ihr euch Kara widersetzt und sein Angebot ablehnt, zeugt Karas Gesichtsausdruck zunächst nicht von Wut, sondern von Verwirrung. Bis zu diesem Punkt habt ihr alles getan, was Kara von euch erwartet hat. Freiwillig wohlgemerkt. Weshalb Kara euch die ebenso häufig fehlinterpretierte Frage stellt, seit wann ihr eigentlich das Sagen habt.
Nach einem Genocide Run wird es noch interessanter, denn wenn ihr eure Verbrechen wiederholt, versteht selbst Kara den Sinn dahinter nicht mehr und versucht euch in die Richtung eines Pacifist Runs zu beeinflussen. Wenn ihr das tut, implizieren beide Enden, dass Kara nun die Fähigkeit besitzt, die Kontrolle über Frisk zu übernehmen, zumindest wenn er schläft. Gerade das Foto, das Kara euch zeigt, scheint zunächst anzudeuten, dass Kara die Hauptcharaktere ermordet hat oder dies zumindest plant. Aber so viel ich weiß, könnt ihr nach einem seelenlosen Pacifist Run, wenn ihr das Spiel wieder startet, normal mit Flowey reden, der euch bittet, keinen Reset durchzuführen. Erstens sollte Flowey wissen, wenn Frisk auf einmal zum Massenmörder geworden sein sollte, und zweitens wäre er ja wohl einer der ersten auf Karas Abschussliste. Deshalb interpretiere ich das Foto nicht als eine Absichtsbekundung, sondern als eine Botschaft von Kara an den Spieler gerichtet. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Und das schlägt sich auch auf andere Animationen und Fanart nieder. Wenn der Genocide Run das Thema ist, stellen viele den Sachverhalt so dar, dass Frisk entweder mehr oder weniger subtil von Kara kontrolliert wird, oder sie überspringen diesen Schritt sogar komplett und ersetzen Frisk gleich durch Kara. Die beiden werden als völlig austauschbar behandelt. Gleichzeitig käme niemand auf die Idee, eine Szene aus dem Pacifist Run mit Kara anstelle von Frisk darzustellen. Frisk im Kampf gegen Metatron Neo durch Kara zu ersetzen, wie es NHC Productions in seiner Interpretation eines möglichen Metatron Neo Bossfights getan hat, ist nicht ungewöhnlich. Wobei hier wenigstens zugegeben wird, dass es dem Kanon komplett widerspricht und andere Gründe hat. Vergleicht das mit Spectrum 11s Interpretation des Duells zwischen Frisk und Metatron EX. Hier Frisk durch Kara zu ersetzen wäre völlig fehlgeleitet. Das könnte wirklich ein ganzes Video füllen und sowas hatte ich auch mal vorbereitet, aber ohne Kontext fehlt meiner Meinung nach die Wirkung. Lange Rede, kurzer Sinn, Glitchtail macht all diesen Blödsinn nicht mit. Karas Verhalten ist begründet, und zwar dadurch, dass er mehrmals mit ansehen musste, wie Frisk systematisch die Leute umbrachte, die ihm wichtig waren. Man kann Menschen, gerade Kinder, bereits mit sehr viel weniger traumatisieren. Und nun hat Kara kein Vertrauen mehr in Frisk, seine Macht über die Zeitlinie nicht zu missbrauchen. Dazu kommt die unerträgliche Vorstellung, dass Frisk jetzt einfach einen Pacifist Run durchzieht und so tun kann, als sei nie etwas passiert, während Kara mit diesen Erinnerungen weiter existieren muss. Und die Glitches, die entstanden sind, weil Frisk bzw. Sans nun zwei Resets durchgeführt haben, die nicht mehr hätten möglich sein dürfen, die Zeitlinie gefährden. Während der ganze Hass, der während des Genocide Runs generiert wurde, direkt auf Kara transferiert wurde. Mit diesem Wissen macht Kara deutlich, dass Asriel trotz seiner neuen Macht nicht weiterkommen wird. Wenn er die Barriere zerstören will, müsste er dazu Frisks Leben opfern, da ein lebender Mensch seine Seele eigentlich nicht auf diese Weise weitergeben kann. Ein weiterer Reset ist ebenfalls keine Option, da die Zeitlinie bereits so beschädigt ist, dass sie dann wahrscheinlich zusammenbrechen würde. Stattdessen macht Kara Asriel ein Angebot. Kara kann nun die Löschtaste generieren, wie am Ende des Genocide Runs, aber er braucht eine weitere Person, die sie auslöst. Eine Wiedergutmachung für Asriels früheres Verhalten, das zu seinem und Karas Tod geführt hatte. Die Zeitlinie zu vernichten wäre nach Karas Logik nicht so grausam wie zuzulassen, dass Frisk die Bewohner des Untergrunds weiter als seine Spielzeuge missbraucht. Und jetzt denk mal daran zurück, was Asriel erreichen wollte. Ein ewiger Zyklus aus Resets, damit Frisk und der Spieler bei ihm bleiben. Für einen Moment scheint Asriel ernsthaft über Karas Angebot nachzudenken, aber das Wissen, dass Frisk sie auch mehrmals zum Pacifist-Ende geführt hat, ruft Erinnerungen wach. Asriel hat das Gefühl, dass er in diesen Zeitlinien Frisk um Vergebung für seine eigenen Verbrechen gebeten hat und sie ihm auch gewährt wurde. Bedenkt hierbei, dass Asriel ein wahrer Pazifist war, der lieber gestorben ist, als gegen die Menschen zu kämpfen, die ihn angriffen. Und selbst er wurde irgendwann zu Flowey. Frisk war bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Und nun ist er bereit, den Gefallen zu erwidern. Mit der Wahl zwischen Löschen und Fortsetzen konfrontiert ist klar, dass es für Asriel nur noch den Weg nach vorne gibt. Und er gibt der Löschtaste die Asgore-Behandlung. Was folgt, ist nicht nur eine Darstellung von dem, was passiert, wenn unbegrenzter Angriff auf unbegrenzte Verteidigung und Gesundheit trifft, sondern auch eine Umkehr des finalen Bossfights. In Undertale müssen Frisk und Kara zusammenarbeiten, um Asriel vor sich selbst zu retten. Dabei mit Frisk als Avatar und Kara als körperloser Begleiter, der mit Frisk eine eigene Entschlossenheit und Erinnerungen teilt. Nun ist es Asriel, der mit Frisks Hilfe Kara vor sich selbst retten muss. Asriel kämpft zunächst sehr defensiv und führt nur wenige eigene Angriffe gegen Kara aus. Keiner der beiden erreicht wirklich etwas, aber mit jedem Versuch, Kara zu beschwichtigen, wird dieser noch mehr von Hass verschlungen, bis nur noch ein Punkt in der Nähe seines Herzens frei bleibt. Kara versucht einen weiteren Angriff wie zuvor gegen Omega Flowey, aber Asriel kontert diesmal mühelos mit seinem eigenen Hypergunner. Kara nutzt die Ablenkung, um einen weiteren Angriff aufzuladen, aber gerade als er ihn ausführen will, werden die beiden Medaillons sichtbar, die Kara und Asriel füreinander gemacht haben. Dies bleibt bei beiden nicht ohne Wirkung. Karas Arm beginnt zu zittern und er zieht sich zurück.
Asriel stellt währenddessen reumütig fest, dass er nicht bereit ist, gegen Kara zu kämpfen. Nun ist er überzeugt, dass der Mensch, den er kannte, immer noch da ist. Kara bestreitet dies und zerstört sein Medaillon und damit eines seiner zwei wertvollsten Besitztümer mit dem anderen. Aber es hat nicht die Wirkung, mit der Kara gerechnet hatte. Als ihm unvermittelt doch Tränen kommen, wird klar, dass Asriel recht hat. Asriel formuliert einen Plan, um Kara von seinem Hass zu säubern. Mit diesem Wissen ruft Frisk ein weiteres Mal um Hilfe. Als Kara wieder angreift, reagiert Asriel zu spät, aber die Menschenseelen sind am Ball. Nacheinander setzen sie alle ihre Geheimwaffen ein, während Asriel sie an Kara weitergibt. Güte. Beharrlichkeit. Gerechtigkeit. Integrität. Tapferkeit. Und Geduld. Mit jedem Mal treten Karas positive Erinnerungen an seine Zeit mit Asriel mehr in den Vordergrund, bis Frisk mit seiner eigenen Entschlossenheit, genauer gesagt dem Willen, das Richtige zu tun, abschließt. Kara ist nun völlig durcheinander und nun kommt der wichtigste Teil. Liebe. Die Liebe eines besten Freundes. Die Liebe eines Bruders. Asriel nimmt wieder seine kindliche Gestalt an und versucht erneut, zu Kara durchzudringen. Dieser wehrt sich immer noch, aber Asriel lässt sich dieses Mal nicht unterbrechen und erinnert Kara an die schönen Zeiten, die ihnen vergönnt waren. Und der Grund, wieso sie am Ende alles aufs Spiel gesetzt haben. Hass versucht ein letztes Mal, die Kontrolle über Kara zu übernehmen und Asriel anzugreifen, scheitert aber, als Asriel Kara so umarmt, wie es Frisk zuvor unzählige Male bei ihm getan hatte. Von seinen Gefühlen überwältigt kehrt Kara nun endlich zu seinem wahren Ich zurück. Aber einen Haken gibt es. Ohne Hass oder Entschlossenheit kann Kara nicht weiter seine körperliche Gestalt beibehalten. Mit dem Wissen, dass es für ihn keine Rettung gibt, macht er Asriel ein letztes Abschiedsgeschenk. Die Überreste der Seele, die entstanden ist, als Kara im True Lab erschienen ist. Damit kann Asriel die Tugenden der Menschenseelen, die er kanalisiert hat, dauerhaft speichern, sodass eine neue und völlig einzigartige Seele für ihn entsteht. Mit einem letzten Diss löst sich Kara auf, während Asriel zwar mit einer neuen Seele, aber ohne seinen besten Freund zurückbleibt. Frisk kann nun in seinen Körper zurückkehren und erhält die Kontrolle über die Zeitlinie zurück, während Asriel mit seiner neuen Seele und der Hilfe der 6 Menschenseelen die Barriere zerstört. Und so kommt es zu einem weiteren Pacifist-Ende, aber nun mit 2 weiteren Gesichtern. Nur ein Problem bleibt. Sans zieht Frisk zur Seite und erklärt, dass er sich an alle vorherigen Zeitlinien erinnern kann, einschließlich des Genozids, den Frisk verübt hat. Nun hat Sans nicht die Mittel, Frisk zu töten, zumindest nicht dauerhaft, aber er fragt, wann der nächste Reset stattfinden wird. Frisk bestreitet zwar die Absicht, aber Sans durchschaut ihn. Er denkt eine Weile darüber nach und als er sein Menü erneut beschwört, akzeptiert Sans sein Schicksal. Nur um überrascht zu werden, als Frisk der Reset-Taste die Ascor-Behandlung zukommen lässt. Von nun an will er nur noch weitermachen. Mit dem Wissen, dass ein weiterer Reset nun unmöglich ist, ist auch Sans zufrieden und merkt an, dass seine Freundschaft mit Frisk wohl doch echt war. Es gibt zwar noch eine Szene nach den Credits, die Staffel 2 anteasern soll, aber wenn man möchte, kann man hier aufhören und hätte dennoch eine abgeschlossene Geschichte mit einem zufriedenstellenden Ende. Finaris Schicksal hat die Leute nach dem Release von Undertale sehr beschäftigt, ist er es doch, der dem sonst sehr optimistischen Ende eine bittere Note gibt. Das verlagert sich nun auf Kara, dessen Rolle im Pacifist Run ja ziemlich subtil ist und dessen Schicksal deshalb gar nicht so beachtet wurde, während der Wunsch, der mit dem Hashtag SaveGoatBro ausgedrückt wurde, erfüllt wird. Zusammen mit der Rettung von Gäste aus der Void, womit auch Sans einen weiteren Grund zur Freude hat. Camilla hat es nicht nur geschafft, dass sich dieses verbesserte goldene Ende verdient anfühlt, sondern auch noch Aspekte eingebunden, die gar nicht damit in Verbindung standen. Zum einen Gäste, aber auch Karas Rolle im Genocide Run. Manche Leute interpretieren Megalos Strikeback als Karas Boss-Theme, als hätte es dieser Kampf nicht ins Spiel geschafft. Ein Bosskampf gegen Kara hatte aber nicht ins Konzept des Genocide Runs gepasst. Toby Fox hatte seine Gründe, dass der einzige wirklich neue Content der Kampf gegen Undyne the Undying und eben Sans ist. Deshalb hat auch Metatron Neo keinen richtigen Kampf bekommen. Erstens wäre es eine Belohnung gewesen, während ja eigentlich gewollt war, dass der Genocide Run keinen Spaß macht. Und zweitens würde es die ganze Aussage schwächen, dass an dem Punkt, an dem ihr auf Metatron Neo trefft, kein Monster gibt, das dem Spieler mit normalen Mitteln die Stirn bieten kann. Selbst Undyne hätte hier keine Chance mehr gehabt. Gegen Kara kämpfen und ihn besiegen zu können, müsste entweder dazu führen, dass ihr trotzdem verliert, oder dazu, dass ihr euch nicht den geheimen Konsequenzen eurer Taten stellen müsst.
Camilla umschifft dies, indem sie die Regeln von Undertale auf eine Weise auslegt, die Wissen aus dem Genocide Run in den Pacifist Run überträgt und so das Verhalten der beteiligten Charaktere verändert. All dies erhebt Glitch Tale deutlich über den Löwenanteil der Undertale-Fanfics und AUs. Staffel 2 wird sich mit Camillas Interpretation der Ereignisse nach der Zerstörung der Barriere befassen, ist aber sehr viel umfangreicher. Die Folgen sind jedes Mal länger geworden und allein Folge 1, My Sunshine, ist bereits so lang wie die halbe erste Staffel. Staffel 2 ist über 5,5 Stunden lang, während ihr Staffel 1 in 45 Minuten ansehen könnt. Mit Werbeunterbrechung würde sie also in einen normalen einstündigen Sendeblock im Fernsehen passen. Wenn ich diese Analyse also auch auf Staffel 2 ausdehnen wollte, müsste ich definitiv mehr als eine Woche Zeit pro Folge einplanen, wie ich es bisher getan habe. Ob ich das tue, hängt natürlich vom Interesse ab. In der Zwischenzeit will ich mir eine Serie vornehmen, die für die Minecraft-Fans unter euch interessant sein dürfte.